Hallo. Is it working? Okay. Funktioniert das? I'm very Okay. excited to be here because Ich freue mich sehr, hier zu sein, denn I feel oft like I don't understand what's going on. diese Vorstellung, dass man nicht weiß, was vor sich geht, ist eine Motivation dafür, zu erklären. Und ich möchte damit anfangen, mit der, wie es eigentlich ist, im Web zu surfen in China. Und ich habe einige Screenshots gemacht, bevor ich hierher kam. Der erste Teil, ihr seht, mit einem eingeschalteten VPN, so dass ihr merkt, wie langsam und frustrierend eine Verbindung sein kann. Und bevor ich anfange, lasst mich kurz noch sagen, mein Ziel hier ist, dass alle hier im Raum wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, sich im chinesischen Internet aufzuhalten. Deswegen werde ich euch mit ziemlich vielen Inhalten bombardieren und ich glaube, das ist okay. Also, ich versuche hier Facebook zu erreichen. Das ist Baidu, ein chinesischer Suchanbieter. Es lädt nicht wirklich mit dem eingeschalteten VPN, wie ihr sehen könnt. Und normalerweise funktioniert es ohne VPN, mit einem VPN, aber manchmal eben nicht. Das ist eben ja, tagesabhängig. Tumblr ist normalerweise nicht blockiert. Aber ihr seht, mit dem VPN ist es sehr langsam. Da kommen nicht viele Daten durch. Yelp, Facebook, Google, keins davon scheint hier für mich zu funktionieren. Das ist sehr frustrierend, wie ihr euch vorstellen könnt. Vor allem, wenn ihr versucht, weiterhin mit dem Westen verbunden zu sein und Dinge zu erledigen. Aus irgendwelchen Gründen lädt die Website der New York Times okay, aber es gibt Probleme beim Streaming. Jetzt entschied ich mich dafür, den VPN auszuschalten und mal schauen, ob jetzt die Seiten geladen werden. Und jetzt durchsuchen wir mal das chinesische Internet und ihr seht dann auch, wie schnell es plötzlich lädt, wenn man kein VPN mehr benutzt. Ziemlich effektiv, wenn man nicht versucht, nach draußen zu gelangen. Douban ist eine Art Musikseite, Taobao ist eine Shoppingseite, wie ihr sehen könnt. Das ist das chinesische Internet. Also, wir gehen jetzt mal Taobao gemeinsam durch. Achtet sehr genau auf die Ästhetik der Seiten, bitte. Viele Dinge, das hier sind jetzt gerade Filme, jetzt Handys. Ihr seht, wie schnell das ist, wie viele Optionen es gibt, die Ästhetik der Werbung an der Seite. Und jetzt schauen wir uns Männer an. Und hier klicken wir mal auf Pause. Was ich hier eingegeben habe, der Suchbegriff, war nur das Wort Mann. Und ihr seht, da werden einige sehr interessante Produkte für Männer vorgeschlagen. Und es geht darum, wie man gewisse Produkte findet. Produkte wie diese hier, man kann nicht einfach Dildo eingeben und dadurch Dildos finden, sondern es gibt eben eine bestimmte Art und Weise, gewisse Produkte online zu finden. Und dazu ist eben Kreativität vonnöten, um Dinge im chinesischen Internet zu finden. Also schauen wir uns ein paar dieser Produkte an. Also, Pornografie mag vielleicht illegal sein in China, aber Spielzeug ist nicht verboten. Also, das sind nur ein paar Beispiele. Und ich möchte das hier kurz zeigen, denn ich möchte euch zeigen, dass die Kultur sehr vielfältig ist und dass auch alle Menschen dieselben Wünsche und Bedürfnisse haben. Es gibt viele Optionen, jedoch. Ich hatte Probleme mit dem Video, ich kann vielleicht nicht zurückgehen, aber habt ihr vielleicht gemerkt, dass es Sticker auf den Bildern gab, die die Bilder zensiert haben? Das solltet ihr im Hinterkopf behalten, darüber werden wir noch reden. Also, schauen wir mal. Jetzt schauen wir uns mal Deutschland an. Und schaut mal, wie viel Bier es hier gibt. Manches wirklich aus Deutschland, vieles davon gefälschtes deutsches Bier. Und falls ihr mal Geburtstagsshampoo braucht, auch das gibt es in China.
Ich habe diesen Vortrag hier extra für die Deutschen, auf die Deutschen zugeschnitten. Ich werde bald aufhören. Das hier ist jetzt ein Video. Youku ist eigentlich wie YouTube und ihr seht, wie schnell es ist. Und es wird Youku ausgesprochen, nicht Youku. Also man sieht die Videos streamen sehr schnell. Leute tanzen rum und ich glaube, so langsam habt ihr einen Eindruck von der Ästhetik und den Unterschieden zwischen dem Zugriff auf das westliche Internet aus China und auf das lokale chinesische Internet begriffen. Also, lasst uns darüber reden, was das heißt. Das chinesische Internet. Ich nenne es sehr gerne das Chinternet, was natürlich eine Vermischung der Wörter Chinesisch und Internet ist. Und was es das eigentlich heißt, ist ein Internet mit chinesischen Merkmalen. Und darüber werden wir jetzt heute sehr viel reden. Was wir verstehen müssen, ist, das chinesische Internet hat ein eigenes Ökosystem, eine eigene Art, wie Dinge erledigt werden. Und anstatt von Facebook und Twitter haben wir Weibo und QQ. Anstatt von Google haben wir Baidu. Anstatt von YouTube, Youku. Anstatt eBay und Etsy, Taobao und Alibaba. Anstatt von WhatsApp, WeChat. Also, alles, was man hat außerhalb des chinesischen Internets, existiert auch innerhalb des chinesischen Internets. Also, die Vorstellung einer öden Landschaft ist falsch und darüber möchte ich heute reden. Also, der größte Unterschied an diesem Punkt der Geschichte des chinesischen Internets ist, dass es vor allem auf Geräten wie diesem existiert. Wenn man darüber nachdenkt, also wenn ihr über die meisten nachdenkt in diesem Zimmer, ihr habt vermutlich das Internet zum ersten Mal über einen großen Computer benutzt. Er war teuer, man musste sich einwählen. Also ihr habt eine gewisse Art davon, wie ihr euch vorstellt, dass man das Internet benutzt und wie es funktioniert. Und an diesem Punkt in Chinas Geschichte, die meisten Leute, die zum ersten Mal das Internet benutzen es und erfahren es durch ein mobiles Gerät. Also ihre Erwartungen, die sie haben, wenn es darum geht, wie sie interagieren, wie sie wie schnell Dinge funktionieren, wie sie Dinge sich durch Dinge manövrieren, das ist eine ganz andere Vorstellung, die sie haben. Das sollten wir auch im Kopf behalten. Das hier ist eine sehr witzige Werbung von Weixin oder WeChat. Das ist eine der größten mobilen App-Plattformen in China und sie wird auch nur noch immer größer. Und die Werbung sagt im Wesentlichen, dass sie die Welt verändern werden. Und das ist ein bisschen, worüber ich reden werde. Also, das bringt mich zu meiner Forschung, die teils anthropologisch ist und teils auch performativ. Und ich nenne es das Chinternet-Archiv. Also, um das ein bisschen zu erklären, was ich nutze, ist eine Funktion namens People Nearby in WeChat. Und das ist eine Funktion innerhalb von der App, die es mir erlaubt, die GPS-Funktion meines Telefons zu benutzen. Und ich kann, es hat einen Radius von etwa, ich glaube, 1000 Metern. Also es ist sehr darauf basierend, wo man sich gerade selber befindet. Also viel davon, was ich gesammelt habe für dieses Archiv, kommt von Orten, an denen ich war. Also zum Beispiel Beijing oder Shanghai, Guilin, Shenzhen, Xi'an. Also ich glaube, es sind etwa 6 verschiedene chinesische Städte. Ich hatte auch noch Korea, Texas und jetzt auch Deutschland. Und was ich euch zeige, ist, wie ich oft an diese Inhalte rankomme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir People Nearby anschauen würde, Leute in der Nähe, das ist das, was ich finde in verschiedenen Gegenden. Also es ist wirklich sehr interessant, weil es eben wirklich auf deinem eigenen Standort basiert. Also wo auch immer ich hingehe, lerne ich neue Dinge darüber, wie Leute mit dieser App interagieren und was ihre Beziehung zu China ist. Denn das ist eine chinesische App, sie gehört einer chinesischen Internetfirma. Und es ist ein Teil des Internets. Und naja, hier sieht man San Antonio in Texas, wo ich war, bevor ich hierher gekommen bin. Und da rechts sieht man Deutschland, Hamburg. Und was ich herausgefunden habe, in Deutschland sieht man vor allem deutsche Männer und viele türkische, irakische Leute. Das hat mich nicht so überrascht. Also WeChat hat eine große Reputation im Nahen Osten. Und ich wollte euch das nur zeigen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Also ich kann da ein bisschen durchscrollen und ich schaue mir diese Profile an. Und jedes Profil, das dieses Zeichen hat, sagt mir, dass ich mir 10 von ihren Posts anschauen kann. Das bedeutet, sie haben ihren Account offen gelassen.
Also ich scroll durch diese Liste und ich sammle Bilder von diesen offenen Accounts oder eben auch einfach Profilbilder. Also, so, was mache ich damit, mit diesen Bildern? Naja, ich schaue nach Mustern und nach Sammlungen und ich versuche herauszufinden, was gerade passiert in China, in der virtuellen Welt in China. Oft kann man etwas sehen, das ist, also manchmal sehe ich mich ein bisschen wie jemand, der etwas dokumentiert oder eine Dokumentarfotografin, also die meisten Dinge hiervon sind zum Beispiel Screenshots. Das ist wieder ein Beispiel, wo man sich ein bisschen die Ästhetik des chinesischen Internets anschauen kann. Also zum Beispiel, da ist sehr viel los, es passiert viel, viele Farben, viel Geblinke, viel verschiedener Text auf dem gleichen Bild. Also es ist etwas überwältigend. Und einer der Künstler, mit denen ich zusammenarbeite, also ihr Name ist Ying Mao. Ich werde über sie später auch noch reden. Sie beschreibt das chinesische Internet gerne als Internet-Ecstasy. Also behalte das im Hinterkopf, wenn es jetzt weitergeht. Was finde ich so? Also was finde ich am meisten? Ich werde euch ein paar Sets von Dingen zeigen, die ich sehr oft finde. Ah, nein, wir reden auch noch über Grafiken vorher. Also auch wieder hier, das ist weiterhin dieses Gefühl von Internet-Ecstasy. Hier sind ganz viele Herzen. Und das ist auch, was ein offener Account aussieht. Also wenn ich mir den Account von dieser Person anschaue, dann sieht es so aus und darunter werden dann die Posts sein, die sie machen. Und das hier ist wirklich ein wunderbares Beispiel. Hier sind einige Dinge, die passieren in dem Bild. Also wir haben eine chinesische Lampe, wir haben ein paar Rosen, wir haben irgendwie Weihnachtsgeschenke und Kerzen. Und was steht da? Und da steht Grüße, guten Morgen, guten Morgen. Also da steht auf zwei verschiedene Arten guten Morgen. Zhao Shang Hao und Zhao An. Und das bedeutet beides das Gleiche. Aber sie haben entschieden, dass es nötig war, das zweimal zu sagen. Also schon wieder, das gibt euch so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie die Sachen gemischt werden. Dinge werden zusammengetan. Und das hier ist vermutlich jemand, der etwas verkauft. Und sie verkauft diese Dinge hier. Und was sie benutzt. Was sie benutzt, um diese Bilder zu bearbeiten, ist eine App namens Mei2Xuxu. Ich benutze das auch selber sehr viel. Und das benutzen die Chinesen auch sehr oft, diese App. Das hier ist auch eine sehr beliebte Ästhetik, dieser Overload. Das erinnert auch ein bisschen an diese Taobao-Seite, die ich euch eben gezeigt habe. Da blinkte ganz viel, da war ganz viel los, boom, ganz viel. Und das sieht man jetzt auch in jedem Teil des Lebens in China. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas sehr Besonderes. Also er sagt hab eine gute Zeit. Also schaut mal, ihm geht's total gut. Also nehmt mal an, wir haben hier ein traditionelles Bild. Da braucht man immer noch ein bisschen Chaos. Schaut mal, hier sind die ganzen verschiedenen Muster, die Leute auf ihren Oberteilen haben. Und schaut euch auch den Hintergrund an. Da ist auch wieder ganz viel Geblinke. Da sind Sterne. Also dem kann man wirklich nicht entgehen. Das ist wunderschön. Und das hier ist tatsächlich ein Foto, das ich im Park gemacht habe. Also ich verbringe gerne sehr viel Zeit in Parks. Denn ich glaube, was ich im chinesischen Internet mache, das ist eine virtuelle Landschaft. Und was ich mir anschaue, was ich mache, das sehe ich als eine virtuelle Straße. Also ich sehe Dinge. Aber manchmal, um diese Dinge zu verstehen, muss ich tatsächlich auch in der echten Welt existieren. Deswegen lebe ich in China. Und ich verbringe sehr viel Zeit in Parks. Denn es ist ein guter Ort, um sehr viele verschiedene Arten von Menschen zu sehen. Also, seht ihr die Ästhetik diesen Mismatch, diese Dinge, die nicht zusammenpassen. Also diese Ästhetik, die man im Internet sieht, ist auch wirklich überall. Die gibt es auch in physischer Form. Also wir reden darüber noch ein bisschen später. Also ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte, wenn ihr das bisher nicht verstanden habt. Also was sind andere Dinge, die ich sehe oder die ich in meinem Archiv habe? Also ganz viele Herzen. Das ist wirklich ganz witzig hier. Also ganz viele Dinge, also eine Sache, wie das chinesische Internet funktioniert, es gibt ganz viele Wortspiele und auch Zahlenspiele. In diesem Fall 520 im Chinesischen ist Whirling. Und es klingt ein bisschen wie ich liebe dich auf Chinesisch. Das bedeutet Whiny. Das heißt, sie haben sich entschieden, dass man 520 schreibt, dann bedeutet es ich liebe dich, ohne wirklich
sagen zu müssen, ich liebe dich, oder die Zeichen dafür zu benutzen. Also das hier ist Internet-Speak in China. Und das ist interessant, denn in WeChat hat man die Möglichkeit, für den Valentinstag oder andere Feiertage diese Nummern einzugeben, und dann fliegen interaktiv Herzen über den Bildschirm. Und die Erfahrung in China im Internet zu sein, ist einfach sehr interaktiv. Und hier sieht man auch wieder Liebessymbole. Auch ein Hund braucht mal ein Herz. Auch Essen in Form von Herzen, Rosen, Shrimps. Das ist doch wunderschön, oder? Also, sie werden wirklich sehr kreativ mit den Herzen. Schaut mal, sogar auf eurem Desktop könnt ihr ein Herz kreieren. Und warum nicht auch ein Bild von einem wirklichen menschlichen Herz? Das ist das Herz einer 38-jährigen Frau. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Teil. Wie explizit Posts sein können. Es gibt keine großartige Zensur, was grausame Abbildungen angeht. Und deswegen habe ich viele Menschen gesehen, die Bilder von Verletzungen posten. Auf dem linken Bild seht ihr, das sind sehr gerade Linien. Also das könnte sich eine Person selbst zugefügt haben. Man sieht auch sehr viele Bilder von Spritzen im Krankenhaus und dann auch sehr viele Bilder von Händen. Ich habe sehr, sehr viele Bilder in dieser Art. Und manchmal sieht man in den Bildern, dass die Hände etwas tun, manchmal tun die Objekte etwas. Aber worauf ich eure Aufmerksamkeit lenken will, ist, dass es fühlt sich fast ein bisschen so an, als wäre man selber Teil an diesem Ort. Es hat ein bisschen etwas von virtueller Realität, als wäre man live dabei. Auch das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Und das hier ist der Kreislauf des Lebens, der Circle of Life. Essen. In der Mitte, in der zweiten Reihe, da ist etwas Überraschendes, das man normalerweise nicht findet. Man sieht auch, wie Leute wohnen, was für Technologie sie benutzen. Das ist eine ganze Serie von Fernsehern. Und jetzt konzentrieren wir uns auch ein bisschen auf den Wohnraum. Dadurch habe ich eine sehr intime Perspektive darauf bekommen, wie Leute in China leben. Man sieht Bilder, ich habe Bilder aus Migrantenwohnungen, aus Studentenwohnheimen, aus den Häusern von sehr, sehr reichen, reichen Menschen. Und es gibt eben eine sehr große ökonomische Diversität in China. Und die Ästhetik, die man, die wir schon früher gesehen haben, sieht man auch hier in diesen Bildern, was die Inneneinrichtung angeht. Nicht so extrem, aber sie ist definitiv vorhanden. Jetzt nochmal etwas anderes. Es gibt eben sehr oft Bilder von Essen. Und hier steht eine Flasche Yes, my wine. Ja, mein Wein. Aber ich glaube nicht, dass das das Original ist. Der chinesische Name ist Ye Mai Jiu, was ähnlich klingt wie Yes, my wine. Und daneben haben wir eine Schüssel Hühnerfüße, was eine sehr interessante Kombination ist, denn Rotwein ist kein traditionelles chinesisches Getränk, das ist etwas Importiertes, aber daneben die traditionellen Hühnerfüße. Und wunderschöne Stillleben mit allerlei interessanten Objekten. Ich zeige diese beiden im Archiv. Die Bilder in meinem Archiv haben unterschiedliche Auflösungen, unterschiedliche Qualität. Und auch das deutet darauf hin, auf die Leute, die die Bilder machen, und auf ihren ökonomischen Hintergrund. Apple-Produkte sind auch oft Opfer von Hohn und Spott in China, denn es ist natürlich ein Statusobjekt. Und deswegen gehen wir jetzt hier einmal ein paar Bilder durch. Man sieht auch ein paar iPhone 7. Und ja, mehr Technologie,
Das hier sind Webcam-Selfies von Gamern aus Internetcafés. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema. Wenn Leute sich selbst zensieren, sich selbst anonym halten wollen, dann tun sie das mit Absicht. Und dafür gibt es verschiedene Apps, um das auf unterschiedliche Art und Weise zu machen. Unten steht Hey Hey und daneben ist ein Smiley. Also das ist eine sehr interessante Art und Weise, sich selbst unkenntlich zu machen. Ein Gesicht mit einem Herz darauf. Und das hier ist Tianjin. Und ich glaube, ich muss hier ein bisschen durchspringen. Denn sonst läuft mir die Zeit ab. Und ich will, dass ihr alle auch noch dann am Ende ein paar Kunstwerke seht. Aber ich muss über dieses Meme reden. Das ist sehr witzig. Diesen Herbst gab es in Peking sehr viel Smog, wochenlang. Und dann gab es aber irgendwann einen Regenbogen und die Luft war wieder klar. Und jeder postete Bilder von Regenbogen. Überall waren Regenbogen. Und was daran interessant war, ist, dass dieses Meme nur tagsüber aktiv war. Sobald die Sonne unterging, verschwanden alle Bilder von Regenbogen, alle Memes. Und was wir dann noch hatten, war diese großartige GIF-Animation. Für ein Meme, das im Endeffekt eigentlich nur eine Lebensdauer hatte von 2 Stunden. Das ist doch ziemlich großartig. Wirklich. Ja. Geld ist auch sehr beliebt. Viel Geld, Geldhaufen, Geld und Handys, auch sehr beliebt. Alles Apple-Geräte, aber sie können auch gefälscht sein. Und das sind eben Sammlungen, die ich jeden Tag in meinen WeChat-Momenten teile, um eben zu zeigen, womit ich mich beschäftige und mehr darüber zu lernen. Und im E-Project Space von einer ungarischen und einer deutschen Frau wurde das ausgestellt. Und das heißt Wang Wang Wang, das heißt Internet, Internet, Internet. Und normalerweise installiere ich das auf einem, mobilen Gerät, sodass Leute das benutzen können und das quasi eine Art Performance ist. Und ich glaube, auch hierfür habe ich jetzt noch Zeit. Ich habe aus dieser Sammlung resultierend ein Projekt gestartet. Das Archiv begann, weil mein Forschungspartner, ein Medienanthropologe, mich in dieses Thema eingeführt hat. Wir haben eine Band gegründet und dann haben wir auch etwas Forschung betrieben. Und wir haben ein Paper zusammengeschrieben, das sich mit der chinesischen Selfie-Kultur auseinandersetzt. Und ich habe eben monatelang damit verbracht, Selfies zu sammeln. Und in dieser Zeit ist mir klar geworden, dass ich noch mehr davon sammeln will, weil es eben diese ganze großartige Kultur gab. Und mein Archiv enthält inzwischen mehr als 20.000 Bilder. Und das ist natürlich nur ein klein im Verhältnis zum gesamten chinesischen Internet, aber trotzdem sehr interessant. Und hier geht es darum, wie Künstler mit dem Internet in China umgehen. Denn ich komme von einem künstlerischen Hintergrund. Und das chinesische Internet ist eine ganz andere Landschaft. Und das westliche Internet wurde für mich langweilig. Und dann dachte ich mir, wow, das ist ja was ganz Neues hier. Und hier passiert sehr viel Interessantes. Und deswegen bin ich vor 4 Jahren nach China gezogen, um das zu tun. Und dann vor 2 Jahren habe ich dieses Archiv begonnen. Entschuldigung. Diese Arbeit ist wichtig, denn ich habe eine sehr tiefgehende kulturelle Perspektive darauf, was in China vor sich geht, was Einflüsse angeht und wie ich die Kunst und was ausgedrückt wird, verstehe. Also habe ich Netizen.net gestartet. Netizen, eine Verbindung von Netz und Citizen, also Bürger. Und das war lange Zeit ein Begriff im Westen für eine universelle Freiheit im Web.
aber für aus irgendwelchen Gründen wird das benutzt, um chinesische Internetnutzer zu beschreiben. Denn als das Internet nach China kam, war es tatsächlich eine gemeinsame, vereinte Erfahrung, wo das Land zum ersten Mal zusammenkam und wo Ideen und Meinungen getauscht werden konnten. Und deswegen bezeichnet man die Internetbenutzer Chinas eben als Chinese Netizens. Und naja, natürlich brauchte ich einen chinesischen Namen und das war Wang Youwang, was Internet-Freund-Netzwerk heißt. Und das geht dann zurück auf die frühen Jahre von BBS-Foren und Chaträumen, wo früher sehr viele Leute sehr enge Freundschaften geschlossen haben. Und New Hive hat einige von diesen Sachen unterstützt und ich habe dann angefangen, sehr viele Interviews zu machen. Und eine große Sache ist, dass ich Interviews mit diesen Künstlern mache und dann frage ich sie Sachen wie, erinnerst du dich daran, wenn du das erste Mal von dem Internet gehört hast? Erinnerst du dich, welches Stück Technologie du benutzt hast? Ich versuche einen Zeitstrahl ihrer Erfahrung mit dem Internet zu kreieren. Also meine erste Künstlerin war Imao. Sie hat eine wirklich schöne Show online gemacht und sie nennt es Meanwhile in China, also momentan, währenddessen in China. Und da steht da, so in love, I will never feel tired again. Also ich bin so verliebt, ich werde niemals wieder müde sein. Aber sie hat das Wort müde auf Englisch falsch geschrieben und das war eigentlich ein chinesischer Fehler, aber wir haben das dann gelassen, weil wir das Gefühl hatten, es sei sehr angemessen. Und sie hat noch ein anderes Stück gemacht, wo wir den Screen tatsächlich geteilt haben. Das ist ein Video, das kommt von diesem Meme. Es gab ein Meme von einem Kind, von jemandem, der in den 90ern geboren wurde und der hatte geschrieben, so in love will never feel tired again, also der Satz aus dieser Performance. Und das ist tatsächlich ein Beispiel von einer Webseite namens Bilibili.com. Sie erlaubt Leuten, ihre eigenen Videos zu streamen und dann gibt es Kommentare, die einfach über das Video laufen. Also es ist auch wieder sehr, sehr interaktiv. Also sie teilt den Screen quasi. Das eine ist bei YouTube und das andere ist in Youku. Und wenn du in China bist, dann kann man die YouTube-Seite nicht sehen. Und wenn man im Westen ist, dann ist Youku wirklich sehr, sehr langsam. Also besonders dieses Stück ist etwas, das quasi in beiden Internets gleichzeitig existiert. Also wenn ihr es sehen möchtet, dann kann ich euch später den Link geben. Und dann könnt ihr euch selber anschauen. Und eine Sache. Das erste, was sie gemacht hat zum Internet war aus 2007, das heißt Der blinde Punkt. Und sie hat einige Monate damit verbracht, ein chinesisches Wörterbuch durchzugehen und eine Liste von zensierten Wörtern in Google. Und sie hat die ganzen Wörter, die zensiert werden, in diesem Wörterbuch durchgestrichen. Also das war eine Art von Kunst, die sich sehr direkt damit beschäftigt, wie das Internet damals war in China 2007. Und das führt mich zu Fonya. Sie hat einige Zeichnungen auf Screens, also auf Bildschirmen gemacht. Und das hier ist etwas, was besonders interessant ist. Denn, passt mal auf, das ist ein Google CN. 2010 hat Google China verlassen. Denn sie mochten den ganzen Zensurkram nicht. Sie mochten die Zensurgesetze nicht, die gerade implementiert wurden. Und sie haben einfach alles durch Hongkong geroutet. Und das ist ein wirklich interessantes Stück, denn es dokumentiert einen Bildschirm, den es nicht länger gibt. Aus sehr bestimmten Gründen, eben google.cn. Und ja, sie spielt etwas. Sie ist eine Gamerin und dieses Interaktive ist etwas sehr, sehr wichtig, wenn man das Internet verstehen möchte. Es ist eine Erfahrung. Das ist Wei Yili. Sie ist auch sehr interessant, denn sie ist die erste Künstlerin, die auch Arbeit online kuratiert. Sie hat eine Online-Galerie namens bigbadgallery.com. Und sie hat einige sehr interessante Projekte durchgeführt. Also wenn ihr euch das anschauen wollt, dann fragt mich einfach später danach. Und dieses Stück ist heißt Orientale Giganten. Und ich kann versuchen, darauf zuzugreifen. Vielleicht lädt es nicht. Wir hatten hier ein paar Probleme mit dem Laden von Seiten. Aber im Wesentlichen, was sie tut, ist, dass es ist quasi ein Open-Source Couchsurfing-Projekt. Also sie bittet Leute, ihr Bilder zu schicken, Informationen zu großen Mao Zedong-Statuen. Also sie macht quasi eine statistische Karte, ironischerweise bei Google Maps, also eine Karte von gigantischen Mao-Statuen in ganz China.
Das ist auch interessant. Sie, also Katie Roseland ist tatsächlich eine US-Amerikanerin und sie hat ein Projekt gemacht und sie arbeitet an einem Projekt namens Human Spam, menschlicher Spam. Und eine sehr wichtige Erfahrung mit mobilen Geräten ist, dass man wird mit Informationen zugeflutet. Also man lockt sich niemals aus. Ist immer da, es gibt immer Informationen. Also sie hat einige Stücke, wo sie wirklich alle Leute zugespammt hat und hat einfach nur Informationen weitergegeben und immer wieder gepostet. Und das ist so, wenn man die Suchmaschine verliert und man hat diesen Browser nicht mehr, um das Internet zu durchsuchen, sondern man funktioniert und nutzt das Internet vor allem über etwas wie WeChat, dann wird das Internet, was ist passiert? Habe ich auf einen Knopf gedrückt? Oh, ich weiß es nicht. Aber das ist, hier steht, es ist auch ein bisschen witzig, denn es lacht uns aus. Also ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Danke. Ich suche eben die Stelle, wo ich war. Aber ihre Arbeit mit menschlichem Spam ist im Wesentlichen basierend auf dieser Idee, dass wenn man die Suchmaschine verliert, dann verliert man auch die Möglichkeit, das Internet so zu durchsuchen und Dinge zu finden. Und was passiert ist, dass Informationen einfach immer wieder wieder benutzt werden. Es kommt immer wieder das Gleiche, die ganzen Bilder kommen. So fühlt es sich ein bisschen an, wenn man im chinesischen Internet unterwegs ist gerade. Das ist etwas, was sie gemacht hat. Ich kann das schnell spielen. Also das zeigt einem auch die Interaktivität. Also sie kopiert etwas, sie pastet etwas von jemandem, da steht Miss you, ich vermisse dich. Und seht ihr, da, wenn man bestimmte Sachen sagt, dann regnen Sterne. Also, wie ich gesagt habe, die Erfahrung ist sehr, sehr interaktiv. Interaktivität ist sehr wichtig. Also, die virtuelle Welt ist ein sehr besonderer Ort. Man ist immer miteinander verbunden und man kann sich niemals ausloggen. Und diese virtuelle Welt und diese reale Welt, das ist quasi genau das Gleiche. Das ist sehr anders als im Westen. Also vielleicht glaubt ihr, dass ihr immer eingeloggt seid, aber es ist nicht das Gleiche, glaubt mir. Und das ist Asperger Time. Sie haben ein anderes Stück gemacht. Das wurde auch von New Hive in Auftrag gegeben für Netizenet. Und sie spielen ein bisschen mit dieser Idee. Es heißt 9 Computeraufgaben. Und es ist ein wunderbarer Titel. Und es ist basiert auf dieser Idee im Chinesischen. Es gibt so tägliche Routinen und tägliche Praktiken und es ist quasi ein Spiel mit dieser digitalen Ära. Wie existieren wir in dieser Realität, wenn wir immer interagieren und immer online sind? Das ist ein Beispiel von diesem Stück. Also es gibt dir Anweisungen, also auf jeder Folie hat man Anweisungen. Und ja. Und sie haben auch einige Stücke gemacht, wo sie Taobao benutzt haben und die nennen sie Ideen. Und dann haben sie Leute darum gebeten, Kunst für sie zu machen. Also hier bitten sie euch darum, Dinge zu finden, die alle das gleiche Gewicht haben. Also sie bitten euch dann, die Dinge zu wiegen und Fotos von diesen Dingen zu machen. Das hier ist auch ganz witzig. Sie bitten jemanden, dieses Stück zu kaufen und es selber zu machen. Und was man braucht, ist eine Rauchmaschine und man soll diese gesamte Szene quasi nachstellen, Fotos davon machen und sie zurückschicken. Also wieder, das ist ein Künstler, der mit dieser Interaktivität arbeitet. Und ich habe sie gefragt, ich habe sie nach Chengyus gefragt. Chengyus, das sind typische chinesische Sprichwörter. Und ich habe sie gebeten, eins für das chinesische Internet zu machen. Das ist Cheng Qianmo Muozi. Das bedeutet, es ist so mysteriös, es ist so tief, dass man es kaum verstehen kann. Es ist sehr schwierig zu verstehen. Es ist so tief, man kann es nicht durchdringen. Und das ist etwas, was gerade passiert. Es ist von den Performance-Artisten Funaye and Bayo. Also das ist die das Google CN-Bild gemacht hat. Sie machen es durch eine App namens 51weibo.com. Es ist chinesisches Livestreaming, also man kann seine eigene Reality-Show quasi haben. Was ich euch zeigen möchte, ist, das sind ein paar Screenshots, was ihr hier seht. Man sieht, dass die virtuelle und die echte Welt wirklich gut zusammenpassen. Also das ist eine Freundin, die von mir das gemacht hat. Sie hat dieses Foto im Studio gemacht, als sie diese Sachen aufgenommen haben. Und sie hat gemerkt, dass die Ästhetik nicht ganz stimmte. Und dann hat sie noch so ein bisschen geblurrt und dann hat sie mir
genutzt, Mei Tushishu genutzt, um das noch ein bisschen, das richtige Gefühl zu kreieren. Und sie hat das gemacht, sie hat das virtuell gemacht, denn dort konnte sie es dann teilen, dann konnte sie es wirklich im Internet teilen. Und das ist tatsächlich einfach, was die Szene, wie die Szene tatsächlich aussah in dem Live-Broadcast. Also das Virtuelle und das Echte, sie sind alle echt. Und so sieht die App aus, wenn man sie sieht. Also alles ist interaktiv, jeder ist da, bam, 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 jeder schickt dir Bilder, jeder schickt dir Inhalte. Absoluter Overload, was deine gesamten Sinne angeht. Ein Zitat von Wang Niuwan. Tut mir leid, dass ich mich so beeilen muss, aber ja. Ich habe sie gefragt, als was sie sich selbst sieht. Und sie meinte, sie sieht sich in unterschiedlichen Formen und Identitäten. Und sie sieht sich selbst als immer weniger werdend im echten Leben, aber eine festere Form online annehmend. Und ich sehe das öfters bei Künstlern, die mit Technologien arbeiten. Identitäten und Körper verlieren ihre Bedeutung, aber die virtuelle Existenz und was damit einhergeht, mit dem virtuellen Leben, ist das Wichtigste, worauf sie sich zubewegen. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, was wir vorhin gesehen haben, die Digitalisierung des echten Lebens, dieser direkte Übergang zwischen virtuell und realer Welt und die Tatsache, dass WeChat überall ist und dass man alles mit WeChat machen kann. Man kann Freundinnen oder Freunde darauf haben, man kann Taxis damit bezahlen und anrufen und auch Rechnungen bezahlen. Und jetzt komme ich zu Wang Xin, zum Thema virtueller Welt. Sie hat das 8-Hertz-Hypnose-Labor gemacht, und wo es auch um die Beeinflussung des Kopfes ging, des Geistes. Und auch eine sehr chinternetische Ästhetik. Und sie arbeitet inzwischen mit Oculus, Brillen für virtuelle Realität. Und ich habe sie gefragt, wie das ist mit der Hypnose. Und sie will eine ganze mentale, eindimensionale Erfahrung schaffen, in die man eintauchen kann. Denn wenn man darüber nachdenkt, was ist Hypnose, darum geht es, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und damit komme ich jetzt zu meinem Fazit. Das hier ist auch aus dem Archiv. Was ich hier sage, ist, das ist doch ein Beispiel für uns alle, für das, was gerade in der Welt vor sich geht, mit dem Fortschritt der globalen Technologie. Das ist kein Weltuntergang, aber das ist die Realität des Fortschritts. Und wir müssen darüber nachdenken, was das für Gesetzgebung bedeutet, für Produktion und so weiter, für all diese Dinge. Und was hier rudimentär steht, ist, dass das Internet heutzutage wie Opium ist. Oben steht 100 Jahre früher, unten 100 Jahre später. Und das sind keine vereinfachten Schriftzeichen, das sind die traditionellen. Deswegen könnte es aus Taiwan oder Hongkong oder aus dem Süden Chinas stammen. Denn in der Volksrepublik China, auf dem Festland, werden vereinfachte Schriftzeichen verwendet. China ist übrigens das erste Land der Welt, das offiziell Internetabhängigkeit als ernsthaftes psychologisches Problem anerkennt. Und das sehe ich jeden Tag. Hier haben wir jetzt ein paar der Digitalisierung des echten Lebens und das echte Leben, das ein Cyborg werden will. Die sind auch aus meinem Archiv. Und was ich damit sagen will, ist, dass es in diesem riesigen Archiv sehe ich Trends, die entstehen und dass das Leben eben immer virtueller wird und weniger in der physischen Welt vor sich geht. Ihr seht auf der rechten Seite, er ist bereits vorbereitet auf diese Entwicklung. Und was fangen wir jetzt mit dieser Idee an? Ich glaube, erstmal kommt das hier. Zuallererst sollten wir unseren Sinn für Humor behalten. Und wie ihr sehen könnt, einige der Memes und der Inhalte, die ich gezeigt habe, das chinesische Internet hat einen großartigen Sinn für Humor.
Und wenn man alles bedenkt, was innerhalb dieses Walled Gardens, dieses abgegrenzten Gartens geschieht, es ist eine abgegrenzte Landschaft, aber es beeinflusst Kreativität auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Und darüber möchte ich forschen, wie innerhalb dieser Welt neue Ideen und Kreativität entsteht. Und die ganze Welt wird virtuell und digital. Und deswegen müssen wir alle darüber nachdenken, wie wir in welche Richtung wir damit gehen wollen. Und ich denke, xiexie, das bedeutet Danke auf Chinesisch. All right. We have. Okay, wir haben sehr viel Zeit übrig für Fragen und Antworten. Wenn ihr also Fragen habt über das sehr interessante chinesische Internet, kommt bitte an eines der Saalmikrofone, sodass euch alle hören können. Und ich glaube, wir fangen mit einer Frage aus dem Internet an. Das Internet möchte wissen, ist es normal, dass Baidu Webbenutzer für Statistiken trackt, wie Google zum Beispiel im westlichen Internet? Entschuldigung, ich habe es nicht ganz verstanden. Die Frage lautet, ob Baidu das Benutzerverhalten von Benutzern überwacht und Statistiken erstellt. Also ich weiß es nicht. Ich forsche nicht zu Baidu. Ich forsche wirklich zu WeChat und wie Leute mit dieser App interagieren. Das ist nicht meine Spezialität. Entschuldigung. Okay, das Mikrofon im Saal. Ist das an? Vielen Dank, das war großartig, dass es diese viralen Inhalte, diese Interaktivität gibt. Vor einem Jahr habe ich eine Dokumentation gesehen, die hieß Chinas Webabhängige, also Kinder, die süchtig nach Spielen waren oder auch andere Personen, die in militärische Bootcamps gesteckt wurden, um sie von dieser Sucht wegzukommen. Wie ist da der Unterschied zwischen der jungen und der älteren Generation, die mit, wenn sie mit Technologie sich beschäftigen und der Zusammenhang? Also in meinem Archiv habe ich wirklich sehr viel Diversität, was das Alter angeht. Also es gibt sehr viele ältere Leute, die auch WeChat benutzen, um mit anderen zu interagieren. Also es wird wirklich immer verbreiteter. Und ein Grund dafür ist vermutlich auch, dass sehr viel Business, also sehr viele geschäftliche Angelegenheiten werden durch WeChat erledigt. Nicht alles, aber sehr viel. Auch die Zentralisierung dieser App führt so ein bisschen zu dieser konstanten virtuellen Erfahrung. Also man kann dort seine Miete bezahlen, man kann dort Sekretäre haben, man kann dort eine Beziehung haben, man kann ein Taxi haben und man kann es benutzen, um für Hookups mit Leuten in der Nähe. Man kann mit Leuten sich unterhalten, man kann Gruppenchats haben, man kann Videochats haben, man kann direkt mit Verkäufern von Waren interagieren. Also was diese Interaktivität angeht, also wenn es um ältere Leute geht, dann sind es sie vor allem Geschäftsmänner oder verkaufen selber etwas. Also sie benutzen es vor allem für E-Commerce. Und für jüngere Leute geht es vor allem wirklich darum, ihre eigenen Dinge quasi zu posten. Und ich hatte eine Freundin, die mich zu einem Gruppenchat hinzugefügt hat von 100 chinesischen Frauen. Das war unheimlich faszinierend. Jeden Morgen um 7 Uhr morgens haben sie darüber geredet, was sie ihren Kindern zu essen geben wollten, welches Waschmittel sie benutzen, also wo sie dies oder das kaufen können. Also die Gruppenchats sind wirklich Diskussionsplattformen. Sie verbinden Menschen miteinander und sie helfen Menschen, Probleme zu lösen und können eben auch Informationen teilen. Hilft das? Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diesen großartigen Vortrag. Das war sehr interessant. Ich habe eine Frage. Könntest du ein bisschen etwas über Online-Dating in China sagen? Wie stellen sich Männer und Frauen selbst dar? Vielleicht weißt du da etwas darüber, also aus deiner Forschung. Also aus der Perspektive von ausländischen Frauen? Nein, ich meine professionell, da du dich ja damit in deiner Forschung auseinandersetzt. Also ich weiß persönlich nicht, ich benutze keine chinesischen Dating-Apps, ich selber. Sie werden auf jeden Fall benutzt. Also was meine Erfahrung angeht, als ich das Archiv angefangen haben, war mein Profilbild das Bild einer sehr schönen chinesischen Frau. Und das habe ich getan, um zu wissen, um ein bisschen zu verstehen, wie diese natürlichen Interaktionen funktionieren.
Und wirklich vor 2 Jahren waren es wirklich nur Männer, die mich kontaktiert haben. Es gab wirklich nicht viele Frauen. Und diese People Nearby-Funktion ist wirklich sehr oft für Dating benutzt. Und als ich in Deutschland und anderen Teilen der Welt war, sehe ich genau das Gleiche. Habe ich genau das Gleiche gesehen. Denn ich weiß nicht, ob es gibt ja anscheinend einige, ich weiß nicht, ob viele Deutsche diese People Nearby-Menschen diese Nearby-Funktion benutzen. Also ich sehe eben hier vor allem, dass es wirklich Deutsche und Leute aus dem Nahen Osten sind. Und das gibt mir auch einen Hinweis darauf, dass es sehr interaktiv ist, was Daten angeht. In Texas war es ganz anders. Mein Profil ist immer noch sehr vage. Also ich bin oft noch, dass ich eine chinesische Frau bin. Und ich hatte viele US-amerikanische Männer, die mich kontaktiert haben in gebrochenem Chinesisch, weil sie dachten, ich wäre eine chinesische Frau. Also was andere Sachen angeht, ich weiß da wirklich nicht viel drüber. Ich benutze keine chinesischen Dating-Apps. Ich kann dir nur meine Perspektive geben. Passt das? Ich würde gerne fragen, ob du sicher bist, dass du vielleicht nicht von der Kultur getrollt wurdest. Denn ich habe meine Twitter-Timeline angeschaut, und die regulären Timelines von professionellen Twitter-Benutzern, da sieht man dieselben kulturellen Diskrepanzen, würde ich sagen. Wie Imageboard-Kultur im Vergleich zu Facebook und vielleicht was wie 9gag, etwas, das irgendwie intensiver ist. Also das geht ja wieder zurück dazu, also das Ziel, wenn man das Internet benutzt, in China ist anders als, also der Kontext ist anders. Also da diese Erfahrung wirklich extrem zentralisiert ist, der Grund, aus dem ich weiß, dass die Männer, die mich kontaktieren, dass sie interessiert sind an Hookups, das ist, weil ich weiß, deswegen der Dinge, die sie sagen, also habe ich das missverstanden. Nein, nicht nur das Dating, ich meine der ganze Vortrag. But trolling? Nein, die Bilder, die du gezeigt hast, vielleicht waren die einfach nicht so ernst gemeint. Also nein, also ganz viel davon ist total verspielt, aber das ist eben Teil der Kultur. Das ist Teil der Online-Erfahrung. Also dass ein Teil dieser Erfahrung ist, dass man nicht ernsthaft ist und dass man sehr spielhaft verspielt ist. Das ist Teil der Meme-Kultur. Also Entschuldigung, ich verstehe die Frage nicht. We'll maybe move to another question from Twitter or Okay, eine Frage aus dem Internet. Hast du Erfahrung oder Kommentare zu chinesischen Imageboards? Also Imageboards, BBS-Boards, nein, da habe ich leider, kann ich leider nichts drüber sagen. Also aus verschiedenen Gründen. Also was ich sagen werde, soweit ich das verstehe, für viele von den Künstlern, mit denen ich Interviews führe, diese Boards und diese Foren waren wirklich sehr, sehr wichtig und das waren für sie der erste Punkt, wo sie mit Leuten interagiert haben. Es gab damals noch keine Streaming-Seiten. Also alles wurde immer über Links geteilt und Leute haben Portale erstellt außerhalb des chinesischen Webs und haben verschiedene Inhalte über diese Foren geteilt. Ich habe von einem Forum gehört, von einem Board, das wurde erstellt für chinesische Männer, die gerne etwas mit einer weißen Frau hätten. Und da haben sie sich eben gegenseitig Ratschläge gegeben, wie man am besten eine weiße Frau kriegt. Also, ja. Das klingt ja nett. Also das beantwortet vielleicht auch die Dating-Frage. Hang on a second, I think your mic's not on yet. Just repeat the question, please. Hast du dir mal die andere Seite angeschaut? Wie ist das? Gibt es chinesische Personen, die dasselbe mit dem westlichen Internet machen? Ich habe keine Ahnung. Gibt es jemanden? Weiß hier das jemand? Ich glaube, das wäre sehr, sehr schwierig, denn man braucht eben so eine Datenbank. Man braucht irgendwie eine Funktion, die es einem erlaubt, diese ganzen Bilder zu sammeln, um diese ganzen Daten zu sammeln. Und das muss eben basierend auf deinem Standpunkt sein. Also die Tatsache, dass ich quasi einen Radius von Leuten habe um mich herum, wenn ich diese Funktion anstelle. Also die ganzen Sachen, die Bilder, die ich sammle, basieren auf meinem Standort. Also als ich in Korea war, habe ich eben Bilder gefunden, die mir ein bisschen erklärt haben, warum Chinesen in Korea sind. Das hat sehr viel mit dem Kaufen von Make-up zu tun. Also es gibt total viele Bilder von Hotelzimmern, die voller
Kästen mit Make-up sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Afrika gehen würde, wo China extrem viel in Infrastruktur investiert und wo es sehr viele chinesische Arbeiter gibt, die zum Beispiel Schienen bauen und Schienen legen, da würde ich auch eine sehr standortbasierte Erfahrung haben und ich würde sehr standortbasierte Inhalte sehen. Und diese Inhalte würden mir etwas darüber erzählen, was zwischen China und Afrika passiert, was ihre Beziehung angeht. Und das ist sehr interessant. Wir haben oft so ein bisschen die Vorstellung, dass das chinesische Internet nur in China passiert. Aber wie ich schon gesagt habe, also WeChat ist immer noch ein Teil des Internets, des chinesischen Internets, das Charakteristiken chinesischer Kultur hat. Und es ist basiert in China. Und es ist mobil. Aber das zeigt auch so ein bisschen, welche Rolle China in einem globalen Maßstab spielt, weil es eben standortbasiert ist. Ich würde erwarten, dass Leute online unterschiedlich interagieren, je nach Publikum. Also ob es um ihre Kollegen, die Familie oder die Freunde geht. Und die verschiedenen visuellen Arten und wirkt sich das nicht aus? Also ja, ich habe Leute in meinem Feed von, ich möchte nicht, dass sie bestimmte Dinge sehen. Also man kann Leute blocken, dann können sie deine Moments, also deine Posts nicht sehen. Das ist auch eine sehr interessante Funktion. Auch wegen der Tatsache, dass WeChat eben sehr viele Gruppenchats und One-on-One-Chats hat. Also es gibt ja diese großen Gruppen und sie sind immer formatiert und oft geht es dann um ein bestimmtes Thema und sie bestehen aus Leuten, die ein bestimmtes Interesse haben, das sie verbindet. Also es tut Leute in kleine Kisten und kleine Schubladen. Das ist auch sehr interessant. Ich habe mich auch mit jungen chinesischen Studenten unterhalten und ich kenne einige, die benutzen QQ, das ist eine Art ICQ, mehr um mit ihren Freunden zu kommunizieren und WeChat mehr so, um mit ihren Eltern zu kommunizieren. Also auch diese Unterschiede in den Plattformen, das hilft ihnen so ein bisschen, das zu trennen. Danke für den Vortrag. Ich habe eine kurze Frage. Gab es Situationen wie, wenn eine chinesische Person so überrascht von westlichen Inhalten war? Also es wurde etwas sehr Spezielles aus dem westlichen Internet gezeigt und die chinesische Person dachte, wow, das ist ja ganz verrückt und zwar so verrückt wie das, was du uns gerade gezeigt hast. Also ich versuche jetzt gerade drüber nachzudenken, aber die meisten Leute, mit denen ich über so etwas reden würde, denen ich so etwas zeigen würde, sind Künstler und sehr offene und sehr kreative Menschen. Meisten von ihnen haben ohnehin VPNs. Viele von ihnen haben schon mal im Ausland studiert. Das ist eine Sache, die mit Ausbildung und sozialer Klasse zu tun hat. Also das ist auch etwas, was wir in Erwägung ziehen müssen. Also wenn es wirklich um Leute gibt, die wirklich in diesem eingezäunten Garten, in diesem Garten mit den Mauern drum leben. Also wenn du eine bestimmte Art von Erziehung hast, du aus einem bestimmten Teil der Bevölkerung kommst, dann hast du auch die Möglichkeit zu reisen. Und das heißt, du hast Erfahrung mit dem westlichen Internet. Und wenn du dann zurück nach China kommst, dann möchtest du weiterhin in Verbindung bleiben mit deinen Freunden im Ausland. Also dann benutzt du zum Beispiel, dann hast du ein VPN oder du benutzt einfach WeChat. Zum Beispiel der Grund, warum ich WeChat benutze ist und auch warum meine Eltern es nutzen, ist, dass es die schnellste und verlässlichste Möglichkeit ist, um in Kontakt zu bleiben, ohne eben so ein VPN zu benutzen. Das sollte man auch im Kopf behalten. Also das ist so eine Art, es springt ein bisschen über diese Mauer. The mic to the right, please. Hi, also auch vielen Dank für den Vortrag. Das war super interessant, dieses parallele Internet zu sehen und die Webkunst dieser chinesischen Künstler. Und ich fand das sehr ähnlich. Glaubst du, da gab es Einflüsse gegenseitig? Also ja, ganz viele von diesen Künstlern. Der Kunstmarkt in China ist immer noch sehr, sehr traditionell. Also Künstler, die mit Technologie oder dem Internet arbeiten, das ist eine sehr, sehr junge Generation und sie sind schon sehr vertraut mit dem Internet und kennen das westliche Internet sehr gut. Also natürlich sind sie davon beeinflusst. Und eine Sache ist auch, wir haben so eine Art globale Ästhetik, eine weltweite Ästhetik. Also im gesamten Internet, Leute adaptieren so ein bisschen die gleiche Ästhetik. Also zum Beispiel, man sieht das auch, wenn man zu den meisten Städten geht, Hipster-Kultur gibt es überall, in Afrika, in Südamerika, in China. Also es gibt so ein bisschen so eine weltweite Ästhetik. Und diese Einflüsse gibt es natürlich auch in China. Und das ist vermutlich auch, warum du einige Ähnlichkeiten siehst. Und ich würde sagen,
Die Unterschiede gibt es da, wenn man sich anschaut, welche Plattformen benutzt werden und wenn es zum kulturellen Kontext kommt. Also wenn es zum Beispiel um persönliche Einflüsse geht und bestimmte Arten, auf die man WeChat benutzt, die besonders chinesisch sind. Das letzte Bild, das du gezeigt hast, war für mich sehr politisch. Also es ging ja da um die das Jahrhundert der großen Demütigung und auch mit den traditionellen Schriftzeichen darauf. Also er redet über das Bild mit der Opiumpfeife und der Abhängigkeit. Könntest du darüber noch mehr sagen? Glaubst du, da ist ein politischer Inhalt dahinter? Also meistens sehe ich den politischen Kontext bei diesen Bildern nicht, denn solche Bilder sind wirklich sehr verbreitet und werden wirklich oft gepostet. Und chinesische Internetnutzer benutzen ganz viele Memes, und um solche Sachen zu kommentieren. Also es ist eher so eine Art Solidarität. Es ist so ein bisschen, das ist die Situation, in der wir gerade sind. Lass uns darüber lachen. Und das ist eben ein Teil des Gefühls. Also wir verstehen das alle. Und also wir verstehen alle, was passiert. Aber was passiert jetzt? Also China ist ein Land, das sich unheimlich schnell verändert. Und wenn du eine Wirtschaft hast, die sich so schnell vorwärts bewegt und sich so schnell bewegt, sie ist ein bisschen schneller als die Gesellschaft, was das Denken angeht. Und da ist eine gewisse Verspätung. Und jemand, Future Shock, wenn das jemand gelesen hat, da gibt es die Idee, dass es Menschen gibt, die weiter sind quasi, ein bisschen weiter vorne. Und es gibt diese Gesellschaft, die sich in einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt und bestimmte Dinge in der Gesellschaft sind weiter als wir. Und die Menschen sind noch nicht ganz bereit dafür. Und es wird so eine Art Schock der Zukunft. Und ein bisschen, manchmal fühlt sich China so an. Manchmal fühlt es sich ein bisschen so an, als würde ich in einer alternativen Zukunft leben. Und ich glaube, jeder fühlt das so ein bisschen. Und das ist etwas, was wirklich sehr, sehr schnell ist. Und was passiert ist, dass es letztendlich übersetzt wird in endlose Memes, so viele Memes, die natürlich auch etwas mit Politik zu tun haben. Aber das ist auch die einfachste Art, die beste Art, über Politik zu reden, also mit Humor. Danke. Wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Was ist dein Lieblingsfilm aus China? Ich mag keine chinesischen Filme. Das ist leider die Wahrheit. Tut mir leid. Ich habe mich gefragt, was Zensur angeht. Und das ist hier ja eine große Plattform. Hast du irgendwelche Informationen, wie Dinge zensiert werden? Könntest du darüber was sagen? Also ein bisschen Hintergrund für mich. Also ich bin in Saudi-Arabien aufgewachsen, obwohl meine Eltern aus den USA kommen. Also wenn du ein Ausländer bist in Saudi-Arabien in den 80er Jahren, dann wirst du auch sehr stark überwacht. Also ich bin aufgewachsen mit einem sehr starken Bewusstsein dafür. Und Selbstzensur ist etwas, das für mich sehr natürlich ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich für das chinesische Internet interessiert habe. Also Zensur gibt es vor allem erstmal bei der Person. Es gibt Teile des Internets, zum Beispiel, sie haben sehr schnell verstanden, bei Weibo, wird oft das chinesische Twitter genannt, wenn man bestimmte Texte schreibt, dann haben sie schnell verstanden, man kann Code schreiben, um diese Sachen einfach zu zensieren. Also um kreativ zu werden, haben die Nutzer verstanden, oh, man kann JPEGs mit Text haben, das kann sehr schnell verbreitet werden, bevor es runtergenommen wird. Und also auch diese Innovation, es gibt sehr viel von dieser Innovation, es gibt ganz viel kreative Innovation, um mit dieser Situation umzugehen. Sie spielt mit Sprache, sie spielt mit Formaten und sie spielt mit Memes. Und auch diese Memes werden dann etwas, das eben diese Solidarität generiert, also Solidarität der Erfahrung, wenn man dieses Netz nutzt. Also es fängt immer erstmal mit Selbstzensur an. Danke. Es gibt keine Fragen mehr und wir haben fast keine Zeit mehr.